Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Leimer Games. Und zwar zocken wir mal Rouge Company, mal so als kleine Abwechslung von COD. Ein Shooter, der so ähnlich ist. Ähnlich? Ähnlich, ja. Also außer, dass es ein Shooter ist. Sie unterscheiden sich schon, aber... Also ich erkenne da große Unterschiede teilweise, aber naja. Ja. Ich werde auch gleich das Spielkonzept erklären. Wir spielen Extraktion auf Favelas. Oder Favelas. Hubla. Spanisch 1. Vielleicht kennen ja einige von euch so dieses von Counter-Strike, dieses Search and Destroy. Was war ich schon mal? Ich glaube, ich war einmal Anvil. Ich hoffe es. Mein Name ist Dima. Ich glaube, ich war Anvil. Ich glaube, ich war Anvil. Also für die Zuschauer, alle Charaktere haben halt unterschiedliche Eigenschaften. Auch unterschiedliche Waffen. Ja, wirklich komplett unterschiedlich. Auch von der Strategie her unterschiedlich. Es ist halt nur so, dass pro Team eben nur ein Spieler einen Charakter haben kann. Also halt eben zwei Spieler könnte ich in seinem Charakter haben, so ausgedrückt. So. In dem Spiel geht es darum, dass es auf der Map eine Bombe gibt. Ziel ist es dann, diese Bombe halt eben einmal zu schärfen, also halt eben ja, anzuzünden und ihn halt zu verteidigen, halt den Zeitraum. Und die Gegner müssen halt dann diese Bombe dann halt entschärfen dann. Und natürlich gibt es auch keine Respawns. So, Pisserunde. So, wir spielen Best of 9, das heißt 5 Siege. Ach ja, das war das. Nein, hoppla. Erstmal tanzen. So, und jetzt geht's los. Ab geht's. Wohin gehen wir? A? Ja, natürlich gehen wir zu A, da ist ja die Bombe. Was? Ah, das war das. Und wahrscheinlich auch gleich die ersten Gegner. Also aufpassen. Ich gehe da mal zur Bombe. Kann der nicht schlagen. So, abgeplantet. Okay. Unser erster Teammate ist gestorben, sind schon mal dadurch in der Minderzahl. Ich habe einen gefunden. Hab einen. Sehr gut. Achtung, hinter uns. Habe ihn eliminiert. Okay, 3-3. Ich bin bei euch. Achtung, links. Hab ihn! In der Tür steht noch einer. Ich bin tot. Ah, bei der Bombe. Ah, schade. Ja, alle unsere Teammates sind gestorben, das heißt... Haben wir zufällig einen Healer? Weiß ich gar nicht. Ja, ich hab noch einen Kill geholt! Also... Erste Runde leider verloren, hier die Bombe entschärft. Ah, ich hab genug Geld für Shop. Ja, ich auch. Jetzt hab ich mal mir mein Sturmgewehr gekauft. Jetzt wird Rambazamba gemacht, nämlich. Ich meine LMG. Also, ich finde die Startpistole, die ist so richtig scheiße. Das Sturmgewehr ist übelst gut. Ah, das ist die Rolle. Okay. Erstmal die Steuerung wieder kennenlernen. Das Sturmgewehr ist auch der Grund, warum dieser Charakter meiner Meinung nach der beste ist. Also, beziehungsweise, warum er mein Main ist, weil ich damit gut klarkomme. Nee, ich habe mir die LMG ausgesucht, weil die LMG einfach viel schneller im Schießen ist. Bombe ist auch direkt bei uns. Was mich gleich ärgert ist, dass man nicht aufstützen kann. Oh, jemand hat Enemy Spot. Ja. Da ist einer. Einen habe ich. Zwei habe ich. Beziehungsweise einen habe ich. Ah! Komm, töte den! Ah, geil, wir haben einen Healer, wir haben einen Healer, wir haben einen Healer! Okay. Ich hab mal drauf gehofft, dass er vielleicht mal stehen bleibt, dass ich den mit Explosion killen kann, aber dann mach ich ihn einfach ganz normal. So, ein bisschen davon. Was haben wir noch?
Du erlässt weniger Schaden durch Sprengstoff. Spielst andere Rüstungen mit der Schaden zu. Jawoll, erstmal das hier. Easy. Gönnung. Gebäude. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, meine Fähigkeit ist es, eine Wand aufzustellen. Also, ich kann eine Explosion erzeugen. Die Explosion finde ich ist wirklich stark. Direkt an der Tür ist einer. Hab einen. Der zweite steht direkt auch an der Tür. Hab noch einen. Nice. Jo, nice. Ich geplantet, die alle gekillt, so hat das zu laufen. So, nächstes Ding. Geil, Panzerung. Ab geht's. Ich habe jetzt Panzerung in Tos. Ja, ich habe leider keine Panzerung, aber ich kann mich jetzt ultra schnell heilen. Ich habe Panzerung und ich könnte mir theoretisch, wenn ich jemanden kille, noch mich heilen. Mein Nachteil ist, ich habe immer noch meine Waffe Stufe 1. Eigentlich müsste ich nächste Runde mal auf meine Waffe gehen, dass ich ein bisschen mehr Damage mache. Also bei meiner Waffe ist es so, dass ich die immer direkt auf Stufe 2 mache, aber dann nie weiter. Ah ne, wir müssen angreifen. Achtung, rechts ist einer. Bei mir, Klaus. Ah, das war schlecht von mir. Das war richtig schlecht von mir. Einen hab ich. Unser Healer ist tot. Zweiten hab ich. Dritten hab ich. Ah, stark! Schade. Trotzdem starke Aktion. Habe ich genug Geld für meine Waffe aufzurüsten? Ja, habe ich. Perfekt. Das Geile ist... Oh, Bilder. Ich habe dauerhaft 25 Lebenspunkte mehr wegen meiner Rüstung. Problem eben war, dass ich halt keine Zeit hatte zum Nachladen, da kam halt schon direkt... Nee, mein... Ich war einfach dumm, ich bin absolut in den Rhein gerannt. Das hätte ich anders machen müssen. Übrigens, die Spawnen haben sich geändert. Ja, habe ich... aufgefallen ist. Ich gehe mal von hinten rein. Fuck, 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 fuck. Einen habe ich von hinten geholt. Ich hab zwei gekillt von hinten. Ich bin tot. Wegen dem Typen da. Kommt, Jungs. Ja. Geil. Und das. Also, ich will mal gerade festhalten: Als Verteidiger habe ich 8 Kills geholt. Nur mal gerade so nebenbei. Mein Charakter ist eigentlich so Defense und ich mache einfach mit am meisten Kills. Zack. Ah. Jetzt müssen wir wieder pushen. Ah, schade. Ich komme nicht auf das Dach. Der Verwähler. Was ihr auch vielleicht noch nicht unbedingt mitbekommen habt, ist, dass man theoretisch die Schulter wechseln kann. Ich habe mal 3 gerade eliminiert. Irgendwo ist der letzte. Hä? Hä? Hallo? Ja, okay, dann halt so. So, haben wir einfach mal die Bombe entschärft, wo der letzte war, der... Ja, 3 Kills habe ich mal wieder geholt. Hallo? What's going on? Ich habe so viel Geld. Normalerweise spiele ich gar nicht so gut. Ja, C4? Ah, ich gehe in Nahkampf, komm. Baseballschläger! Den Sieg. Ah, machen wir dicht. Lassen jetzt nichts mehr anbrennen. Ich bin jetzt auch so gut wie komplett aufgerüstet. Also ich kann kaum noch was verbessern an mir. Ja, ich auch. Oh, da hinten habe ich Shield Hits verteilt. Der eine muss gewundet sein. Einen habe ich gedownt. Oh fuck. Ich habe das
erstmal, dass ich. Okay. Einen gekillt. An. Nice. Okay. Jo. Easy. Jetzt haben mich mal die Teammates gecarried. Diese Runde war schon nicht so gut. You get what you pay for. Ein bisschen noch tanzen. Gezeigt, wer der Boss ist. Habe ich mir mal hier seriös, glaube ich, den ersten Platz geholt, wenn ich mich nicht täusche. Oh, Level auf meinem Charakter. Nice. Die Stats, 12 Eliminierungen von dir, 7 von mir, das ist Zucker. Sehr gute Statistik. Hier, erster Platz von mir. Easy. Meister Damage verteilt, meisten Abschüsse, meisten Knockouts. Dafür keine Wiederbelebung. Ja. Und ich habe halt 3 Ziele. Nee, ich habe noch keinen Levelaufstieg auf meinen Charakter. Hm. Ja, selbe Map, selbe Konstellation. Natürlich kann ich auch wieder denselben Charakter spielen, der jetzt von mir ein bisschen gelevelt wurde. Obwohl die Level-Ups, ich meine, die werden rein kosmetisch. Ich glaube auch, bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir 90% sicher, dass sie kosmetisch sind. Also da gehe ich mit. Nachher spiele ich das Spiel auch nicht, aber ich glaube, es gibt keine Verbesserung. Wäre mir jetzt unbekannt, außer du kaufst dir einen neuen Charakter, glaube ich. Ja, ich darf wieder am Beamer spielen. Ja, ich bin festgelegt auf meinen. Wir haben einen Trench dabei. Trench ist Fallenleger, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Es ist halt so, dass es halt immer ein bisschen dauert, bis das eine neue Runde startet. Darum hatten wir an der Stelle. Das frage ich mich halt wirklich, ob da wirklich so wenige Leute spielen, dass man da halt eben halt lange warten muss, bis da ist acht Spieler bzw. 6 andere Spieler gefunden worden sind. Oh. Das Einzige, was mich ein bisschen nervös macht, ist dieser Ronin, der halt eben nicht seinen Charakter ausgewählt hat, sondern jetzt einfach die Zeit abgelaufen ist. Das ist aber eine gute Charakterin. Charakterin. Das ist hier, die Lord auch immer benutzt. Apropos, Lord wird wahrscheinlich demnächst auch mitspielen. Er muss leider noch durch Corona bedingt noch paar, wie heißt das, Tests nachschreiben. Er wird halt in Quarantäne geschickt von unserer Schule aus, weil wir paar Corona-Fälle hatten. Warum habe ich jetzt englisches Audio? Nur rein Interesse. Ich habe auch die ganze Zeit englisches Audio. Nein, tanzen! Richtig hart abgehen, Junge. Ab geht's. Pistolrunde. Pistolround. Pistolrunde. Pistol bin ich nicht ganz so stark, aber dann nach einer Runde habe ich schon genug Geld für die Schrot. Hinten durch steht direkt einer. Warum kann ich ja nicht durch? What the fuck? Hoppla. Oh lol, man kann Türen öffnen. Ja, ich hab einen Lag gehabt. What the fuck? Ich hatte richtig hart Lag. Bin down. Ja, ich bin auch down. Ich bin eigentlich hinter der Wand gestorben. Ich weiß nicht, wie. Oh, schade. Schade, Teammate. Schade. Ja, wow. Wir haben einen AFKler. Danke dafür. Ja. Ja, das war auch die eben nicht den Charakter ausgewählt hat. Ja, danke dafür. Ja, jetzt haben wir es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Jetzt werden wir einfach verkacken, weil wir nur zu dritt sind. Noch eine Pistolrunde, theoretisch. Ich gehe auf Sparrunde. Ich gehe auf Sparrunde. Ich habe unser Flugzeug angemalt. Ja, die ist komplett AFK, was will man da machen? Ja, nix. Kannst du vergessen. Die kommen jetzt alle links angeflogen. Ja, komm, Klaus. Als ob du mich hier erwischen kannst. Willst du mich eigentlich. Gut, dass kein einziger von euch mitkommt. Danke dafür, da sitzen zwei an der Wand. Ein bisschen mehr Entdeckung.
Ich wollte jetzt nicht einfach raussprinten. Ja, wow, das wird absolut schlecht, die Runde. Ja, aber wir zum einen haben wir jetzt stärkere Gegner und zum anderen haben wir eine, die ja einfach nur rumsitzt. What the fuck? Kann man die AFK kicken, bitte? Na, selbst wenn die AFK gekickt wird, es kommt kein neuer nach, das bringt uns gar nichts. Ja, nee. Man könnte natürlich auf Aufgabe voten, aber finde ich in der Aufnahme irgendwie unschön. Also was ich persönlich eher machen würde, ist, wenn wir 5-0 verlieren, wäre die Runde einfach nicht nehmen. Ich meine, was macht das denn bitte für den Sinn, ja, das zu nehmen? Gar keinen. Ist halt erbärmlich. Aber was soll man halt mit solchen Teammates machen? Wenn ich richtig sehe, hat sogar einer schon Twitch-Schild von denen geholt. Danke, durch ein Dings. Erfolg konnte ich nichts sehen. Der ist wahrscheinlich gekillt. Keine Ahnung, wie ich noch am Leben bin. Ich hab einen Kill. Ich hab zwei Kills. Ich bin die Bomben verteidigen. Oh Gott. Das sind zwei. Oh, meine Batterien sind schlecht leer. Ah. Oh Gott. Geht doch. Ich hab ein kleines Problem anscheinend. Und das heißt kein Akku in Controllern. Ah, jetzt lädt zumindest der eine. Ah, die ist jetzt noch rausgeflogen, deine AFKlerin. Ja, gut. Jedenfalls etwas. Ja, was, wie gesagt, es kommt keiner nach. Was bringt uns, dass das jetzt weg ist? Ja, jedenfalls ist sie weg. Positiv sehen. Ich probiere von hinten durch zu rushen. Einen hab ich. Ich kenne leider noch die Maps noch nicht so gut. Zweite Person hab ich. Da sitzt einer und da sitzt noch einer. Da. Einer ist. Wait, gemacht. Könntest du den bitte machen? Den musst du nur noch machen. Ja! Geil. Okay, aber die ist zu dritt fertig. Ja gut, ich gehe jetzt öfters mal von hinten durch. Muss ich halt ein bisschen taktischer spielen. Ja, ich habe auch versucht die von hinten. Das Problem ist, dass sie mich halt gesehen haben. Wie gesagt, ich kenne leider die Maps aber nicht so gut, wie ich wusste nicht, dass da auf einmal da von der Seite mich die anschießen können. Ich danke da kein Kappa, wenn ich da lang renne. Ich wurde von dem einen angeschossen, habe aber noch irgendwie überlebt und habe dadurch zwei noch weggeholt. Deswegen. Glück gehabt. Die kommen jetzt von rechts. Ich flieg mal ein bisschen Umweg, beziehungsweise geh ein bisschen Umweg. Als ob man hier nicht hochkommt. Hallo? Direkt vor mir ist einer. Nice. Und direkt vor mir ist der letzte. Wir haben leider keinen Healer, um mich wieder zu beleben. So, jetzt stehen die Gegner mal schon mal unter massivem Druck. Wir müssen pushen. Ich habe auch schon mal ein Dreiviertel des Teams weggemacht. Ne, einer war von mir. Also einer war von dir? Ja. Schade. Ja,
Dann habe ich euch die Hälfte weggemacht. Warum hat der Meter die Tür aufgemacht? Hinter euch, hinter euch. Ja. Warum macht der die Türen auf? Oder gehen die automatisch auf? Nee, nee, die kann man aufmachen. Warum macht der Meter die Tür auf? Um rauszugucken wahrscheinlich. Ja, so sind wir aber nicht mehr im Cover. Wie gesagt, ich muss gar nichts, sie müssen pushen. Es dauert 6 Sekunden, bis die Bombe hochgeht. Ja, jetzt pusht die. Ja. Ja, machen wir das mal. So, Vampir! Du kannst, wenn das, du fügst aus. Jawoll! Ich bin pleite, Jungs! Ich bin pleite! Ich gehe wieder von hinten. Wenn die so wenig Deckung von hinten machen, hole ich mir die doch gern von hinten, weißt du? Ist ja kein Thema für mich. Ja, das ist doch der einzige von ihnen. Ja, alles gut. Ich glaube, ich komme mitten in deine Richtung. Die haben sich leicht versteckt vor mir direkt. Der eine muss relativ. LOL! Ich dachte, du kommst mit! Ja, ich war noch ein bisschen hinter dir. Wissen ist gut! Teammate hat einen geholt, zwei geholt. Danke, dass ich den Kill angerechnet bekomme. Ihr habt keinen mehr über. Diffuse jetzt. Meine Güte. Ist keiner mehr übrig. Ich dachte, da wäre noch einer am Leben. Nee, nee. Alle sind tot. Aber danke, dass du mir meinen Kill da gemacht hast. So, Shop. Ich würde gern das. Gut, jetzt kann ich euch noch schneller healen. Und ich krieg mich so, so am Anfang auf. Ja, Runde ist eh scheiße, brauchen wir nicht zu nehmen. Und dann damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Mal gucken, ob ich nochmal von hinten kommen kann. Diesmal haben sie besser verteidigt. Ja, ich gehe von vorne. Also jo. Von links. Ich werde einmal mitten durchgehen. Scheiße, ich bin gefangen. Was heißt, du bist gefangen? Mich campt einer ab. Mich campt jemand ab. Ich dachte, ich wäre tot. Der eine hat richtig hart Damage gefressen. Die gehen auf Deckung gegen mich. Alter, die haben mich richtig hart mit Granaten weggeholt. Scheiße. Die stehen zu zweit hinten. Die stehen immer noch hinten durch. Ja, den siehst du. Schade. Komm, Mate! Ja, ja, schön. Als ob du jetzt vor mir bist, weil du einen Kill mehr hast als ich. Wie unverdient. Nice. Schade. Aber geht er nicht, damit diese Explosion weggemacht hat. So scheiße. Ja, okay, von hinten funktioniert nicht mehr. Die decken jetzt von hinten. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Die lernen dazu. Ja gut, ich hätte ja noch die Hoffnung haben können, weißt du? That was easy und übersetzt, ich bin die Nummer 1. Ah ja! Props, Junge, an den Übersetzer. Also der hat mal wieder volle Kanne Gas gegeben. Okay, Defense. Er steckt ein bisschen von hinten. Ja, ich hab auch ein bisschen geschützt. Okay, geradeaus durch. Alter, wie er mich hitten konnte. Uff. Ja,
Schade, Achtung, da liegt eine Granate. Unser Teammate hat einen geholt. Der Schöner angekommt, der entschärfen will, dann kriegt er eine Explosion mehr ab. Bei mir steht, du hast keine Munition, nur mal gerade zu nebenbei. Ich hab Munition. Dann keine Ahnung, was dann das Spiel sagt. Ja, komm her, komm her, komm her, ja. Aber wie ist der durch die Explosion nicht gestorben? What the fuck? Du hast gesehen, ich hab da eine Explosion hingesetzt. Kann ja, hast du. Keine Ahnung. Ach fuck, warum gehe ich nicht auf weniger Damage durch Explosion? Ich Idiot. Also wie gesagt, ich kenne halt das Spiel noch nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt nicht weggerotzt worden sind. So wie ich das mitbekommen habe, die nicht mal Damage erlitten. What the fuck? Ich kann es dir nicht sagen. Also nach meiner Ansicht war die Explosion voll auf die drauf, nur als ist die One-Hit. Also gibt's da irgendeine Spezialfähigkeit, irgendein Schild? Also ich könnte halt mein Schild hinsetzen, theoretisch. Da war aber kein Schild, ne? We have armed the bomb. Protect it. Okay, die eine sitzt da hinten. Hier ist eine Bombe. Aha. Ja, Bombe ging hoch. Achtung, rechts sitzt direkt einer. Ja, da wo ich gepinkt hab. Das war... Wow, nice. What the fuck, ich war gerade komplett überfordert. Du bist der Letzte, denk dran. Ich werd von zwei Seiten gemacht. Du bist der Letzte, denk dran. Ich werd von zwei Seiten. Also ich war leicht überfordert in der letzten Situation. Aber wieso hat er da wieder die Tür aufgemacht? Ich verstehe es nicht. Ich kapier nicht, wie der eine down gegangen ist hinter der Tür und auf einmal hatte ich eine andere Waffe irgendwie. Hatte ich das Gefühl zumindest. Nee, das war absolut kein Bühne, dass er die Tür aufgemacht hat. Das hätte zu sein müssen. Denn ansonsten hätte ich den halt. Der ist halt einmal um den Kreis gerannt. Ne? Außerdem hat uns das die Deckung weggenommen. Ja, das gut, ich stand ja sowieso nicht drin. Also mir hat es die Deckung nicht weggenommen. Ja, trotzdem, ich war halt gedeckt und dann war die Deckung weg und dann wurde ich halt eben dann zum Push gezwungen. Wie sieht's aufnahmemäßig aus? Das nehmen wir. Hallo, da war... Ja, aber zeitlich, meine ich. Zeitlich, ja, machen Schluss jetzt. Gut. Ja, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Ruhr Company haben wollt, dann ihr wisst, was zu tun ist. Und dann sage ich an der Stelle, verabschiede ich mich schon. Ich habe nichts mehr zu sagen. Von mir geht's jetzt ein Ciao, Leute. Ciao.